gestehe, er war ein gewaltiger Feind. Ich gestehe, es war ein sehr gewaltiger Feind. Sein Biss war mächtig und verstärkt durch das Feuer eines verschlungenen Sterns. Er versuchte auch mehrfach, mich zu verschlingen. Natürlich konnten mich die meisten seiner Angriffe nicht verletzen. Dank deines Tricks war meine Verteidigung stark genug, um ihm zu trotzen. Doch er war immer noch eine gewaltige Bestie, die meinen eigenen Angriff kaum hätten bezwingen können. Und da kam Clay ins Spiel. Genau, ein Streitkolben steckte im Maul des Wals und wir beide versuchten, den anderen zu bemannen. Doch plötzlich stieß ihn jemand ins Wasser, was mir Zeit gab, mich neu zu sammeln. Und da stand Clay an der Seite. Gemeinsam konnten wir die Bestie bezwingen. Warst du auch wegen dem Wal dort? Nein, ich habe Muscheln gesammelt. Muscheln? Für meine Freunde. Um diese Jahreszeit ist die Kilpi-Insel voller hübscher Kreaturen aus der Astralsee. Und sie knabbern liebend gerne an Muschelschalen. Hast du viel Kontakt zu diesen Kreaturen? Ich versuche es. Sie sind nett. Die meisten jedenfalls. Aber als ich sah, dass Tia gegen diesen Wal kämpfte, da musste ich einschreiten. Er hatte fürchterlich Angst. Immer wenn das Mondlicht auf Tias Rüstung fiel, bleckte er die Zähne. Es wollte er sie verjagen. Nachdem ich ihn zur Seite gedrückt hatte, dachte ich, dass ich ihn beruhigen sollte. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihm gesagt, dass er aufhören soll, aber er konnte mich nicht verstehen. Vielleicht hatte er zu viel Angst oder zu große Schmerzen. Schmerzen? Er zuckte bei jeder Bewegung zusammen. Stell dir vor, dass du den ganzen Tag schwere Baumstämme trägst und dann bittet dich jemand, die Küche aufzuräumen. Aber mehr fand ich nicht heraus. Sie sprang wieder Tier an und Tier ihn. Ich sah natürlich, wie Clay mit ihm sprach, und ich überlegte, meine Waffe wegzustellen. Doch dann. Ich konnte nicht riskieren, dass der Wal jemanden verletzt. Er hätte den Speercamp erneut verwüstet, vielleicht sogar die Siedlung. Also konntet ihr ihn nicht beruhigen? Nein, ich konnte nur einen von ihnen retten. Also schluckte ich meine Angst herunter und half dir, ihn zu besiegen. Er ist ein beachtlicher Kämpfer. Seine Zähigkeiten und Kraft halfen mir, den Wal zu überwinden. Tia hielt seine Aufmerksamkeit und parierte seine Angriffe und ich versetzte ihn den letzten Schlag. Als Clays Waffe dem Wal den letzten Schlag versetzte, explodierte der Stern in seinem Bauch. Sternstaub wirbelte auf und sank langsam ins Schalenmeer. Wie tausend kleine Sterne in einem endlosen blauen Himmel. Es klingt wunderschön, aber nicht nach dem, was du gesucht hast, Tia. Nein. Ich hatte gehofft, seine Überreste untersuchen zu können. Doch alles, was von ihm übrig war, waren kleinere Sterne, die auf den Wellen zu tanzen schienen. Sie war sehr frustriert, also habe ich vorgeschlagen, dass wir versuchen könnten, mit einem Geist zu reden. Wie meine Oma. Aber sie sagte, dass astrale Wale keinen Geist haben. Das erscheint mir merkwürdig. Sie sind doch durchsichtig, fast wie Geister. Die Idee mit dem Geist brachte uns nicht weiter, aber sie brachte mich auf einen Gedanken. Ich konnte durch mein Verbindung mit Cassiopeia seine Essenz anrufen, mit den Sternen als eine Art Leitenden dazu. Aber ich könnte nicht mit dem Wal sprechen, aber Clay schon. Wieso du? Ich kann mit Tieren sprechen. Mhm.
Karten, die ist mehr drin als man ahnt. Dankeschön. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie gerne mit mir sprechen. Früher und später verschwinden sie einfach. Manchmal kommen sie zurück, aber meistens nicht. Doch ich sage unabsichtlich Dinge, die sie verletzen. Und dann denken sie, dass ich ihnen Böses will. Ich hasse es, wenn das passiert. Du meinst, sie verschwinden einfach, als wären sie nie da gewesen? Ja, als würden sie sich irgendwo anders hin zurückziehen, an einen anderen Strand. Und als würden sie der Strahle See zurückkehren. Wenn sie zurück nach Hause gehen würden, glaube ich, dass sie mir das sagen würden. Nicht unbedingt. Viele astrale Kreaturen können die Ebene nach Berlin wechseln, aber sie können oft nicht kontrollieren, wann sie zurückkehren. Häufig werden sie von einer astralen Strömung zurückgerissen, ehe sie bereits dafür sind. Und wenn sie einmal zurückgezogen haben, dann wird jede Reise zwischen den Ebenen schwerer und schwerer, habe ich jedenfalls gehört. Ich würde schätzen, dass deine Freunde entweder nach Hause gegangen sind, dass du nicht da warst, oder dass sie zurückgerissen wurden, ehe sie sich verabschiedeten. Du meinst, sie sind in die See gerissen worden? Nein, sie hat sie zurückgerufen. Sie sozusagen sanft umgerückt. Heißt das, ich könnte sie einfach in der astralen See besuchen gehen? Das wäre ein ungeheures Unterfangen. Zwischen den Ebenen zu reisen ist enorm gefährlich. Ist es. Aber Echos sind aus der urtümlichen See und meine Familie hat lange dort gelebt, glaube ich. Irgendwie müssen sie dort hingekommen sein. Früher einmal sollte es vergleichsweise einfach gewesen sein, zwischen den Ebenen zu wandeln. Doch heutzutage ist es ohne lange und gefährliche Rituale nahezu unmöglich. Bis vor kurzem war die Astrale See der einzige Weg, zwischen den einzelnen Ebenen zu wechseln. Und dorthin zu gelangen, verlangt aufwendige Vorbereitungen und die Risiken sind die Vorteile oft nicht wert. Sogar deine astralen Freunde, die die See nach Belieben verlassen können, werden irgendwann zu ihnen zurückgezogen. Was glaubst du, würde passieren, wenn du unvorbereitet dorthin gehst? Aber die Feen auf der Kelpie-Insel sind auch nicht aus Gaia. Und sie haben mir erzählt, dass sie schon sehr lange dort leben. Seit die 5 Portale geöffnet wurden, sind Reisen zwischen den Ebenen wieder leichter geworden. Jedenfalls, was die Traumlande betrifft. Aber solange die Astrale und die urtümliche See von Ur selbst ganz zu schweigen, stehen uns nach all diesen Jahren wieder offen. Ein wahres Wunder unserer Zeit. Also die Portale sind nicht immer da gewesen. Das wusste ich nicht. Wer hat sie erschaffen? Das ist eine sehr gute Frage. Und eine, die den Rahmen dieses Gesprächs sprengen würde, glaube ich. Ihr müsst mir immer noch erzählen, was ihr von den Essenz des Wahres erfahren habt. Das stimmt wohl. Wir schweifen ab. Ach, gar nicht. Kein bisschen. Keine Sorge. Ihr haltet euch kurz und knapp. Das ist ja... sind keine ewigen Gespräche, in die alle Rahmen springen. Ich bereite das zweite Ritual vor. Ein wesentlich sanfteres, mit Clay als Ritualpartner im Kopf. Bist du nicht froh, dass Clay da war, um dir zu helfen, Tia? Ich schätze doch, ja. Wirklich? Du bist überraschend kompetent. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass ich es ohne dich nicht ganz so gut geschafft hätte. Wenn man es auf die Spitze treiben wollte.
Ich glaube, du hättest es auch allein geschafft, wenn du wirklich gewollt hättest. Aber das heißt nicht, dass du es nicht allein, dass du es alleine schaffen musst. Wenn ich etwas Schwieriges tun muss, dann freue ich mich über Hilfe. Gut gesagt, Clay. Seid ein tolles Team, ihr zwei. Weiter so. Klar. Als ich mit den Vorbereitungen abgeschlossen war, kniete ich mich in die heimlichen Wellen, Clays warme Hand in meiner. Ich betete zur Herren, der güldenen See, dass wir der Seele der gefallenen Kreatur angesichtigt werden durften. Hat es funktioniert? Natürlich hat es das. Es war, als würde sich in ein Fluss aus Sternen baden. Aber jeder Stern war ein Gefühl und Schmerzen und noch mehr Gefühle. Seine Gedanken waren wie ein Lied aus Eis, Feuer und Angst und Trauer. Eis ist nicht gerade etwas, was ich mit einem Wal, mit einem Sternenbuch assoziieren würde. Ich auch nicht, aber dann sah ich, was nicht stimmte, warum er so kränklich und grau aussah. Mächtige Magie war auf den Wal gewirkt worden, ein Frostfluch, der ihn von innen heraus gefrieren ließ. So etwas ist ungeheuer schmerzhaft. Jeder wurde davon wahnsinnig. Stell dir vor, du hättest solche Schmerzen und du wärst ängstlich und wütend. Dann würde jeder Dinge tun, die er nachher bereut. Wir tauchten gemeinsam tiefer in seine Erinnerungen und fanden heraus, was geschehen war. Er kämpft gegen eine böse Kreatur mit zwei Beinen, die mit allem Möglichen nach ihm warf. Eine Kreatur auf zwei Beinen, also ein Humanoid. Das glauben wir, aber Wale kümmern sich nicht viel um das Erscheinungsbild anderer Wesen, also waren seine Erinnerungen verschwommen. Während des Kampfes verschluckte er einen Stein, der sein Lied in Grau verwandelte. Er schmeckte fürchterlich. Und wenn du ein Wal bist, machst du dir keine Sorgen über irgendwelche Steine, sondern über das zweibeinige Monster, das dich angreift. Das würde ich auch. Und er wollte weg, also floh er, so schnell er konnte, zurück nach Hause. Es tat ihm wirklich leid, dass er dieses Lager zerstört hatte. Und ich verstehe ihn. Das Schlimmste, wenn man wütend wird, ist danach die Zerstörung zu sehen, die man selber angerichtet hat. Sein Ärger legte sich zum Glück, als er den Weg zurückfand. Er dachte, er wäre entkommen. Doch plötzlich begann diese fürchterliche Kälte. Mir macht Kälte nichts aus. Ich komme aus den Hochlanden und bei uns schneit es im Winter echt viel. Aber die Kälte, die er fühlte, war schrecklich. Unendlich schmerzhaft und unmöglich abzuschütteln, als würde er von innen erfrieren. Der Frost, den ich erwähnte, es scheint, dass ihn ein Fluch ereilte und sich langsam durch den gesamten Körper ausbreitete. Er hat versucht, sich zu wärmen, indem er Sonnenkrebse und kosmische Tintenfische fraß, aber das half nicht. Er wurde immer ängstlicher und wütender und kälter, bis sein Gehirn erfror. Er konnte an nichts mehr denken außer diese Kälte. Und so fraß er voller Verzweiflung das Heißeste, was er sah. Ein Stern? Genau, einen gewaltigen Stern. Sein Bauch wügte er zwar winzig, doch das war er nicht. Es war einer der größten Sterne am Nachthimmel, der Oststern. Er hat Pharos gefressen,
Leitstern zum endlosen Meer. Und genau den, und es half. Pharus hielt die Kräfte im Zaum, aber konnte sie nicht gänzlich bezwingen. Aber wie du dir sicher denken kannst, hat das Verschwinden eines solchen Sterns enorme Wirkung, das Gleichgewicht der astralen See. Das könnt ihr mir vorstellen. Der Wal war sehr verwirrt und wusste nicht, was passiert. Aber er sagte, dass alle Sterne um ihn herum plötzlich anfingen, sich zu drehen und zu fallen. Sie stießen auseinander und richteten ihn immer mehr Zerstörung an. Ich habe nicht ganz verstanden, was er meinte, aber es hörte sich schlimm an. Schlimm ist eine ziemliche Untertreibung. Die fallenden Sterne sind Löcher in Cassiopeias Flügel. Nun, um daran zu denken, dass eine einzige hungrige Kreatur die Balance des gesamten Universums gefährden könnte. Er war verletzt und hatte Angst. Er hätte es erdulden sollen, anstatt andere zu gefährden. Nicht jeder ist so stark wie du. Aber jeder sollte danach streben. Nun ist das Erbe des Wahres nichts weiter als Zerstörung. Das kann er nicht gewollt haben. Sicher nicht, aber er hat ein kleines, natürliches Wunder zurückgelassen. Sogar die dunkelsten Momente können ein kleines Licht hinterlassen. Ja, ich wünschte nur, es hätte niemand dafür sterben müssen. Manchmal ist es das, was Heldentum ausmacht, die Bereitschaft, sich zu opfern. Ach, tüdel doch nicht hier rum, was Heldentum ausmacht, ist Spaß und Nähe und Kennenlernen. Mein Übrigens. Moin. Der Wal hat die Sterne vom Himmel stürzen lassen. Spaß würde ich das nicht gerade nennen. Jo, Neufund kommen meist zuerst. Ich bin nicht an der Freundschaft von Wesen interessiert, die solche Zerstörung anrichten. Deren sollt's mal lernen, weich zu verzeihen, statt gleich immer jedem alles nachzutragen. Manchmal ändert es schon alles, wenn du den Leuten einfach Zeit gibst, sich zu verbessern. Dieses Wesen hätte ein Supernova werden können. Oder der nächste Oststern. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Du hast einen Kontrollfimmel. Glaube ich ja. Sei doch mal was mehr wie dein Freund hier. Du weißt, wie man Spaß hat, oder? Ich glaube, ich kann gut feiern, wenn du das meinst. Aber wenn ich zu locker lasse, tue ich anderen weh, wie dem Wahl. Also vielleicht hat dir recht. Selbstbeherrschung ist wichtig. Kinas, ihr seid mir ja schon Bande Miesepeter. Und ihr seid bemerkenswert unbesorgt, wenn es darum geht, jemanden gefährliches leben zu lassen. Hätte das Ding weitere fiese Mantenten angestellt, hätte ich sie darüber schon so eine Quest daraus gemacht. Aber das ist so ein Ding der Jugend, denke ich mal. Einfach keine Ruhe haben. Mit dem Alter werdet ihr schon noch merken, dass etwas immer wieder passiert. Immer und immer wieder. Für mich klingt das, als würdet ihr eure Verantwortung für den Strand der Dinge, den Stand der Dinge von euch wissen wollen. Und das werde ich nicht tun. Ich möchte Dinge ändern. Ha,
klingst mir richtig wie eine Priesterin. Mir ist etwas zu viel Paladin drin. Aber mach, was du für richtig hältst. Hoff mal, aber mal lieber, dass du mit dem leben kannst, was du veränderst. Denn das wirst du müssen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist immer noch besser als Apathie. Drache noch eins. Mir fehlt so ein religiöses Eifern. Ich jetzt nicht. Sag mal, alter Feind, hast du noch was für mich auf Lager? Ich leg dich auf Trocknen. Jederzeit, Una. Brauchst du etwas Energie? Wär's noch etwas starken? Jo, gern noch. So, etwas Starkes. Was haben wir denn? Mit denen haben wir gemixt. Und jetzt Chili rein. Charisma hier. Ein bisschen Geschwindigkeit. Und Stärke. Metrobus Mars. Und ein Streicheln. Die Zeit muss sein. Etwas Starkes für den stärksten Kopf, den ich kenne. Weißt du, du kannst auch einfach zugeben, dass ich im Streit immer gewinne. Mit dem Drink ist gut, kann man nicht meckern. Und was hast du jetzt vor, wo deine Wahl besiegt ist, Kinders? Heraus, wer dahinter steckt, was mit ihm passiert, ist zwar eindeutig nur ein Teil eines großen Plans. Und ich werde herausfinden, wie dieser Plan aussieht. Gerechtigkeit schläft nie. Was? Das kann sie sich nicht leisten. Niemand wird dir danken, wenn du dich bis auf die Knochen runterarbeitest. Den wär's lieber, du überlebst. Apropos Überleben. Es gibt da jemanden, der im Kartenspiel gegen mich untergehen will. Viel Glück mit deinen Plänen und was nicht alles. Entschuldige mich in ihrem Namen. Ist schon in Ordnung. Bist du gehen, Tja? Nein, sie war nur theatralisch. Oh, verstehe. Vielleicht sollten wir auf sie hören. Zumindest ein wenig, klein wenig. Meine Großmutter hat immer gesagt, im Alter kommt Weisheit. Wenn man alles schon einmal falsch gemacht hat. Und diese Dame hat recht, du brauchst Ruhe. Ich glaube, sie unterschätzt die Dringlichkeit der Situation. Das eine schließt das andere nicht aus. Clay, du hast recht. Mit dem Alter kann Weisheit kommen, die andere sich nur wünschen können. Vielleicht liegt die Antwort auf unsere Frage nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. So viele Katastrophen sind in der Vergangenheit vereitelt worden. Vielleicht wurde das, was nun geschehen ist, schon einmal versucht. Nur ohne Erfolg? Das Wissen über solche Bosheit ist mit Sicherheit selten gut bewacht. Wenn nicht sogar gänzlich vergessen. Ich habe von so etwas noch nie gehört. Nicht einmal in den Schriften der Bibliothek des Durchgangs. Der Durchgang existiert aber gerade einmal 2 Jahrhunderte, oder? Deine Bibliothek kann nicht allzu groß sein. Viele der alten Bücher des Rodens wurden darin gebracht. Aber ich glaube, das Wissen, was wir suchen, dort nicht zu finden ist. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Was schwebt dir vor? Wir könnten jede Person fragen, die wir treffen, bis wir auf einen Hinweis stoßen. Eine gute Idee. Doch das würde viel zu lange dauern. Ich schlage vor, dass wir die immer blühenden Archive aufsuchen. Ist das ein Lesezirkel? Ein uralter Lesezirkel. Die immer blühenden Archive waren eines der 7 magidarischen Archive. Das Gaianische, um genau zu sein. Legenden besagen, dass es in jeder Welt ein solches Archiv existierte. Sogar in Tuat, dem Land der Toten. Sie beherbergten alles Wissen über den Kosmos und wuchsen pausenlos nach der unermüdlichen Arbeit ihrer Archivare. Doch dann fielen sie einem unbekannten Feind anheim und sind seitdem verloren. Und ich glaube, in einem davon sind die Antworten verborgen, die wir suchen. Gastwirtin, weißt du zufällig, wo wir ein solches Archiv finden könnten? Ich fürchte nicht. Bibliotheken sind nicht meine Welt. Zu dumm. Gerüchtfeige scheint immer blühend. Aber du könntest die Augen offen halten, oder? Du könntest all diese klugen Leute fragen, die dich hier besuchen. Natürlich, das mache ich. Du könntest bei dieser Kopfgeldjägerin anfangen, sobald sie damit fertig ist, ihr Geld zu verspielen. Du könntest sie auch selbst fragen. Besser nicht. Dann werde ich dir diese fürchterliche Arbeit abnehmen. Sehr gut. Mehr als einen Tag wirst du dafür wohl nicht benötigen, richtig? Etwas mehr Zeit wäre gut, denke ich. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Du wirst diese Sache deiner ganzen Aufmerksamkeit widmen. Das ist sehr kurzfristig. Und Katastrophen sind das ebenfalls. Da ist der Wachsamkeit stets oberstes Gebot. Ich erwarte morgen eine vollständige Quest. Okay. Naja, ruhe dich mal bis dahin gut aus. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe Aufträge zu erledigen, Leuten zu helfen, Gebete, die erhöht werden wollen. Una hatte recht, du sollst dich einmal gut ausschlagen. Umschlafen. Ich könnte euch ein paar Gutscheine für ein wunderschönes Kurbad in den Sümpfen anbieten. Kein Interesse. Wenn ich jetzt ruhe, zu wem wird die Welt sehen, wenn sie Hoffnung braucht? Bis morgen. Immer schön ein Vokalhäkchen in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten. Achso, das war... Keine Sorge, ich folge ihr und backe ihr etwas Brot. Wenn ich traurig bin, hilft mir ein warmes Brot immer sehr. Ich glaube, das könnte sie gerade gebrauchen. Das ist sehr nett von dir, Clay. Aber du selbst brauchst, denke ich, auch welches. Ich könnte einem warmen Brot nehmen, was du da stehst. Möchtest du auch welches? Sehr gerne. Ich bringe dir morgen welches vorbei. Hast du irgendwelche Allergien? Nein. Danke, Clay. Immer doch. Ich hoffe, du magst Brötchen. Wer tut das nicht? Und ich nehme auch einen deiner Gutscheine. Wunderbar. Mit dir über alles zu reden hat sehr geholfen. Danke. Freut mich zu hören. Ich hoffe, du hast die Muscheln immer noch. Mit einigen astralen Freunden in Verbindung zu bleiben, könnte dir helfen. Eigentlich würde ich mit denen Freundschaftsanbänder für Tier und nicht machen. Ich will keine Sterne daraus schnitzen. Ein wenig Sternstaub habe ich auch einsammeln können. So kann ich immer an den Wal denken. Zuerst wusste ich nicht, was ich damit tun sollte, aber dann habe ich es mit etwas Seeglas kombiniert. Zuerst wollte ich es dir schenken, aber es würde ihr nicht gefallen, glaube ich. Aber in deinem Gasthaus würde es sich gut machen. Oh ja, das tut es.
Das ist erstaunlich. Welch gute Handwerkskunst. Bist du sicher, dass ich es haben kann? Natürlich. Ich sehe, dass es dir gefällt. Und das ist alles, was ich möchte. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich wundervoll. Ich finde, dass man aus den Dingen, die einen verletzt haben, etwas Schönes machen sollte. Sonst bleibt ein Zorn, der nirgendwo hin kann. Oder bist du gerne wütend? Nein, nicht wirklich. Ich auch nicht. Aber Wut ist etwas Natürliches. Es macht vielleicht keinen Spaß, wütend zu sein, aber es ist wichtig. Niemals wütend zu werden, löst auch nichts. Es lässt dich nur kleiner und kleiner werden, bis niemand dich mehr als eine Person wahrnimmt, um die man sich Gedanken machen muss. Zumindest haben sie keine Angst vor dir. Wut macht einen nicht zum Monster, ebenso wenig wie Ruhe einen zum Heiligen macht. Sei einfach du selbst, Clay, und hab keine Angst davor, wer diese Person ist. Ich versuche es. Danke. Charakterinformation freigeschaltet, Clay. Ich hoffe, du findest deinen Weg zu dir auch zurück. Danke, Clay. Das hoffe ich aber auch.